Wie geht's deiner Taube, die du gestern gerettet hast? Ich hoffe, der geht's gut, Digga. Was war mit der? Ich hab mich auf den Bus geworfen, Digga. Und der Busfahrer lacht. Der Busfahrer, er lacht mich aus. Ja, okay. Er lacht mich aus. Da saß ein Täubchen und sie konnte einfach nicht mehr wegfliegen, weil ich auch selbst beinahe schon drüber gefahren wäre. Ja, und dann, was hast du dann gemacht? Dann habe ich sie eingefangen und machte sie zum Tierarzt. Was hat der Tierarzt dann gemacht? Der hat sie behandelt. Was hat und jetzt dann? Sitzt sie in dem Käfig. Ja, geht's wieder gut? Ich weiß nicht, ob es jetzt schon wieder gut geht. Die hat du hast nicht nachgefragt. Die hat einen gebrochenen Fuß gehabt. Das muss gemacht werden. Ne? Und die war halt schwach, weil die anscheinend mit ihrem Füße sich irgendwie nicht mehr surviven konnte in der Natur. Und die Nacht hätte sie halt nicht überlebt, weil irgendeine Katze hätte sich geholt. Und der peppelt die jetzt wieder auf. Okay, gut. Gute Leistung von dir. Wenn du dir den mal anguckst, Achtung. Den Schotte. Ja, der sieht krass aus. Eigentlich, wo für mich krass aussieht, ist der Mutter, Digga. Geht dann wieder auf so unterstes, niedrigstes Niveau, wo die ganzen Leute einfach nur den Kopf schütteln daheim. Geht dann nicht auf das Niveau. Ich bin asozial stolz auf das Niveau, weil wir nie wissen, wie deine Mutter aussieht. Recht ist mein Niveau. Wo feiert ihr Weihnachten? Bei deiner Mom feier ich Weihnachten, wollte ich nur nochmal so gesagt haben, oder? So, wenn auf dein Niveau mal geht. Das ist die unterste Schublade, ne? Du bist so niveaulos, Alter. Das ist jetzt die unterste Schublade. Dass man ohne Moneys keine Fußball gucken kann, ne? Ja. Das ist schon schade, Digga, das ist schon schade. Ich weiß noch, früher, wenn du als Bundesliga guckst, ich meine, da war ja Sky-Abo, das war ja unerreichbar. Ne? Ganz früher Premiere noch. Du bist ja in die Wirtschaft gegangen. Wir hatten bitte Premiere früher gehabt, das war, glaube ich, erst schweineteuer. Digga, guck mal, wir haben das als Samstag auf dem Fußballplatz geguckt, oben in der Wirtschaft. Ja, oder haben es im Radio gehört. Ja. Haben uns also im Radio SWR 1 angemacht. Ja. Ich weiß noch, irgendwann, warst du das oder habe ich es mit dem Business als geguckt? Wo ich dann über so eine China-Seite war das so. Das war ich dabei. PPTV konnte über so einen China-Stream konntest in die Bundesliga gucken. Weißt du noch, wo die Premiere geknackt war? Ja. Wo wir geguckt haben und die Weixer machen zur Halbzeit die Codes, ändern die Codes. Und wir mussten uns die Codes aus dem Internet wieder runterladen. Das war noch Zeit. Ist echt so. Auf dem PC-Monitor. Alter, krass. 19 Zoll Flachbildmonitor. Da gucken wir heute Bundesliga drauf. Alter, hab ich Bock drauf. Und heute. Digga, unser erster Rechner aus dem Aldi damals. 56K Modem noch drauf, das kennt die Hälfte von hier gar nicht mehr. Du hattest noch damals, du warst saustolz, das ist dein erster Rechner. Du glaubst, das war doch ein Röhre, ne? Das war ein Röhre-Monitor, den du doch damals hattest. Bei deinem ersten Rechner, ja jeder. Aber da warst du doch saustolz, weil das so einer war, wo schon so ein flaches Pendel hatte. Und wir hatten dann irgendwann beim Aldi das Angebot gekauft, wo es den Flachbildschirm, den 17 Zoll gab. Ja. Und alle so, boah, krass. Ja, überleg mal, ne? Ja. Damals hat man noch bei Bearshare illegale Pornos geladen, Alter, bei Bearshare. Ja. Mit dem 56K-Modem. Da hattest du schon ein Rohr in der Hose und hast schon 3,5 Stunden warten müssen, bis der scheiß Porno runtergeladen war. Das war ein Bild. Oh, ein Bild. Ja gut, ein Bild ging ein bisschen schneller. Aber für ein gutes Bild in einer guten Auflösung hast du auch nur so 5 bis 10 Minuten gewartet. Ne? Und dann wurde gefragt so... Und das Schlimme ist, dann kamen die Eltern ins Zimmer... Sag mal, telefonierst du? Ich kann nicht anrufen. Und dann warst du kurz davor, den Porno geladen zu haben, nach 2,5 Stunden. Und du hast dann aus Hektik alles wieder weggeklickt. Und hast dann wieder 2,5 Stunden den Porno laden müssen. Ich vergesse es nie. Boah, bei dir, wir wollten nur Filme runterladen. Wir wollten verkackt noch mal nur Filme laden. Aber die Seite, dein scheiß AOL damals, hatte noch keinen Adblocker. Und ich schwör's euch, Jungs, auf diesem scheiß Monitor waren 800 Bilder auf. Und alles Pornos. Und dann Vater klopft und wir so, fuck, wir wurden komplett hektisch. Alles weggeklickt. Ihr hattet, glaube ich, damals DSL Lite, wo er ein bisschen schneller war. Alles hektisch weggeklickt und sein Vater. Und wir hören nur, wie die Treppen. Wir so, scheiße, was machen wir? Weggeklickt und sein Vater kommt rein. Ich wollte euch jetzt eigentlich fragen, ob ihr was mitessen wollt. Aber dann lasse ich euch mal einfach wie so, ja, wir wollten nur Filme. Ja, Männers, ne? Das ist echt so das beste Leben, Alter. Das war Leben am Limit, ey, das war so Leben am Limit. Ehrlich, Alter, ein richtiges Dauerrohr an der Hose gehabt, Alter, nur 2,5 Stunden gewartet, Alter, auf den Porno. Nix im Verein. Das kennt ihr gar nicht mehr von heutiger. Ihr geht ins Internet, bam, Alter, kriegt der Lucy's Cat blitzeblankes Ohrschloch in HD-Auflösung oder wie Simon es gern macht. In 4K. 4K 60 FPS. Da flutscht's. Ja, da war's, Alter. Sei doch ruhig. Nee, das vergesse ich echt nie. Die scheiß Bilder gehen auf und ihr immer noch mit eurem AOL-Browser 800 Bildschirme aufgewesen und du kannst es nicht wegklicken. Beste war auch, Jungs, Timo früher so, wir haben noch mit einem anderen Kumpel übernachtet und früher so, Timo, ganz cool, ne, hat jetzt Nokia N-Gage. So, ganz harte Nokia N-Gage. Kennt es überhaupt noch jemand das N-Gage? Kennt einer Nokia N-Gage. Ich glaube, das war das schlecht geformteste Handy auf der ganzen Erde. Weil du einfach so mit telefonieren musstest. So. Hatte
Ah, scheiße. Aber es war gut zum Spielen. Ja, aber hatte so ein kleines Display in der Mitte, noch so Hochformat und so schmal. Und wenn du dann, es war einfach so ein Display, wie das Ding, aber so Hochformat. Ja. Ne? Und du hast dir dann Filme runtergeladen und hast sie dann so und hast im Bett gelegen. Oh, geil, damit kann man abends so geil ich weiß, Filme gucken. Der Film hieß damals Welcome to the Jungle, Alter. Schwules Manitou hattest du aber auch drauf. Beste. Schwules Manitou hattest du auch drauf. Oder noch so ein Glenny V Life Story. Damals, als wir noch mit B-Punkt rumgehangen haben, ne, ich will ja keinen Namen nennen, der hat damals schon so eine ultra geile Schwester gehabt. Ultra geil. Oh, stimmt. Und wir waren damals so 12, 13-jährige Lausebube, ja, wisst wie es ist. Nichts anderes außer Titte und Arsch im Kopf und Fußball, ne? Und ich weiß noch. Ich glaube, ich bin 12, ne? Ich weiß nicht, vielleicht auch 14, 15 oder so. Ich weiß nicht, halt so kleine Lausebube, Alter. Da konnte man halt nicht so wie ihr hier die volle Pracht einer Vagina im Internet betrachten. Da hat man auch kämpfen müssen, Alter. Man hat kämpfen müssen für Titten und Arsch, ne? Nokia Engage, Ehre. Und das Beste war einfach, als wir dann bei dem Kumpel übernachtet haben, dann haben Simon und ich immer so gesagt, oh ey, wir müssen mal kurz pinkeln gehen und so. Das sind wir als raus. Kevin Maurer kommt in die VIP-Army, Ehrenbras, Gott sagt der Ohrschlauch, passt gerade zur Story. Bei dem anderen, also bei vom anderen Kumpel, seiner Schwester, ans Türloch gegangen und haben uns um den besten Platz geprügelt, Alter. Wer nur das Türloch gucken kann. Und der andere immer nur so, wie lange geht denn ihr eigentlich aufs Klo? Ja, wo bleiben ihr so lang und so? Und wir haben uns draußen immer so, geh weg. Oh, eben zieht sie sich aus. Und da hat der andere hinten gerüttelt, so, geh weg. Und ich so gekämpft an der Tür, so, gib mir noch ein bisschen Brust, gib mir noch ein bisschen Brust. Dann kam der Nächste. Ach, du Scheiße, Alter. Waren das Zeiten, Digga. Waren das Zeiten, ne? Für jeden Nippel haben wir gekämpft, ne? Das waren böse Zeiten. Das waren echt böse Zeiten. Aber Jungs, Alter, wer kennt's nicht, Alter? Das hat jeder Junge durchgemacht. Ist so. Hat jeder Junge durchgemacht. Man hat immer gespannt und geguckt, wo man bleibt. Ganz ehrlich. Ich will den Verstauber, Mann! Manuel, putz out, neu raus. Oh. Da geht noch mehr! Da ist wieder einer fit. Da geht noch mehr! Junge, Kevin, wo bist du? Kevin wollte ja, wo bist du? Jo, ich bin's, Kevin! Kevin, der ist für dich! Der Typ macht dich fertig. Kevin, Junge! Ich bin bereit für Kevin Wolter, Digga. Da. Meinungen zu 187, ultra geil. Oh, die kommen wieder angeflogen. Wie ein Flying. Kevin, hä? Wo bist du, Kevin? Ah, da lacht er noch drüber, ein Boulder Kevin. Und aus. Jungs, Box-Automaten-Challenge gegen Monte. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Monte könnte auch so ein schöner Rummelboxer sein. Monte ist ein Rummelboxer, ich sag, der hat's auch drauf. Was meint ihr, Freunde, Monte am Box-Automat, wie viel holt er? Schreibt mal rein. 39, Monte. 860, 900. 187 haut er. 888. Oh, viele sagen gar nicht, dass er dann über die 900 kommt oder gerade so die 900. Ihr geht unter bei denen mit dem Box-Automat. Täuscht euch nicht, Digga. 2 Wochen Vorbereitungszeit. Bin ich in der Trainingsphase. Böse muss dabei sein. Oh, böse wäre, aber muss. Den brauchen wir eigentlich in unserem Team, oder? Dass er einfach Kevin Wolter ein bisschen bepöbeln kann. So wie du schlägst, das habe ich morgens in meinem Frühstück. Das wäre halt echt, Freunde, ne? Timo Böse am Boxautomat, das wäre halt echt gefährlich. Will Simon auch mitmachen. Hey, ich bin besser drin mittlerweile am Boxautomat. Ja, vielleicht bringt Kevin Wolter sein Haustier mit, gegen das kann dann Simon boxen. Auch gegen Uwe, Alter. Uwe ist unmöglich, Digga. Uwe schlägt den Automat kaputt. So viel zum Thema, dass du easy schaffst. Ja, ihr kennt doch Timo, Freunde. Ihr kennt ihn doch, den Schwätzer. Ich hab dich mal ganz ehrlich, ich hab dich mal so ganz kurz hinten ins Loch reingedrückt mit 2 Workouts. Ist echt so. Na, ganz und kurz. Ich hab das Ding ja noch gewonnen. Ich hätte ja sagen können, ich mach die ersten. Hast du aber nicht. Ja. Ja, tut mir leid. Wer bin ich? Ja. Was wer bin ich? Ja. Ja. Ja? Was wer bin ich? Ja. Bist du behindert, Alter? Ich weiß es nicht. Machst mir Angst. Der war hier schon bei uns im Studio.
Schwitzer. Nee, es sagt immer ja. Gib mir mal einen kleinen Tipp. Ja. Der immer so nah an den Gehörgang kommt. Wer ist das? Matzeknödler. Ja. Ich weiß es, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Überleg dir, wer da in unserem Studio war. Er war nicht bei unserem Studio. Ja. Digga, ich krieg Angst vor dir. Also Niklas. Nee. Hä? Der Doktor, du Dummkopf. Was? Der Doktor guckt ihn doch immer voll lang an, wenn er erzählt so. Null der Doktor. Bist du behindert? Null der Doktor. Natürlich der Doktor. Ossio, sagen die.